irgendeine Motorradgang, falls sie sich noch nicht gegenseitig getötet haben. Hi, Kathi. Wenn du ein paar Mörder versammeln willst, hast du immer das Problem, dass am Ende nur einer übrig ist. Das ist schon richtig, was... Du kannst nicht geschaut, wie viel neue SMS ich jetzt seitdem ich das letzte Mal... Vom KVA-Terminal oben auf ihrem Übersichtsgang solltest du auf die ISO-Container-Gefangenenliste zugreifen können. Von dort oben hatten sie die Übersicht, ohne sich in Gefahr bringen zu müssen. Versuch's noch Hau ihn weg! Ich rieche deine Angst. Hallo, willkommen bei der Polizei. Heute Fahrzeuge patrouillieren zu ihrer Sicherheit. Blockieren Sie nicht Ihren Weg. Small hat gesagt, dass Vicky eine illegale Spielhöhle betrieben haben soll. Sieh nach, ob du dir einen Zugang verschaffen und sie wieder zum Laufen bringen kannst. Sind heute schlecht drauf. Irgendwas stimmt nicht. Ja, ich bin da. S-Fucker 2.0 ist. Ich hab gerade eben. Ich war gerade eben noch mal in meiner Welt. Da waren tatsächlich eine Riesengruppe Franzosen. Sieben Mann. Ich möchte den Moment nutzen, um Dr. Sam Burnett zu erwähnen. In einer Welt, die von Gewalt verzehrt wird, war er ein Mann des Friedens. Er kämpfte, um Leben zu retten und versuchte verzweifelt, dem Blutvergießen ein Ende zu bereiten. Der Widerstand stimmte vielleicht nicht immer mit ihm überein. Aber es gibt niemanden in Philadelphia, der ein schlechtes Wort über ihn verlieren würde. Seine Arbeit in der Stadt war Helden. Hier habe ich kurz gequatscht und er hat mich auf eine gute Idee gebracht. Informationen, die zur Verhaftung oder Neutralisierung von Terroristen führen, werden belohnt. Gute Arbeit, Brady. Handlungen wie diese bringen uns mehr Rekruten. Der Bale. Du hast es geschafft. Du hast die Liste. Ich werfe schnell einen Blick darauf. Ah, da sind sie. Okay, ich habe Gina, Haley und Franklin gefunden. Ich sende dir ihre Position. Leider immer noch keine Spur. Ich. Sehr gut. Noch mehr Leute an. Tolle Arbeit, Brady. Das wird den Leuten gut machen, wenn sie den KVA besiegen können. Es gab einen schwierigen Winter. Verstecken! Shhh.
aus dem Weg! Wir kommen das. Nutze es mal kurz aus, dass ich hier. Ja, dann lass ihn einfach zuschauen. Darf er. Weil er soll doch eh rausfinden, wie ich heiße, oder? So schwer ist er jetzt nicht. Oh, diese scheiß Asien. Lass ihn einfach zuschauen. Ich weiß es ja eh. Ist doch egal. Hallo, Mr. Asiate. Lauf einfach weiter. Hallo. Im Mülleimer ist hier, im Mülleimer ist niemand, keine Sorge. Unterstützung, Soldat. Du gehörst definitiv nicht zur KVA, daher sind wir keine Feinde. Wenn du je Hilfe beim Töten der Norks brauchst, dann komm zu mir. Ich helfe gern. Ja, geile Nudeln machen sie, aber in dem Spiel sind sie sehr nervig. Ist so? Sehr, sehr viele Koreaner hier. Das Marion Hotel war früher ein Unterschlupf des Widerstands, bis die KVA in voller Stärke die Zone gesichert hat. Sieh nach, ob du dort noch Teile unserer alten Ausrüstung finden kannst. Ja, rennt hier einfach durch. Die haben ja Probleme. Fuck, Alter, die Dinger sind mir echt eine Nummer zu sehen. Ich bin unschuldig. Terroristische Aktivitäten in dieser Zone.
Tschüss. Ah, das bin ich, wenn ich versucht hier zu laufen wäre. Die Asiaten sind. Na, ah, bei dem Müll ist keiner. Immer noch nicht. Das Marion Hotel kann ich vergessen. Komme ich aktuell nicht rein. Ich muss erst was freischalten, um da reinzukommen. Nee, nee. Wow. Freiheit, scheiße, ja! Das ist nämlich schon wieder ins Hölle, ja, aus dem ersten Teil. Verpiss dich! Alter, hier sind zu viele Durchsagen, Leute. Gehen einmal schnell hier durch. Leichter für mich. Alle Häftlinge müssen innerhalb der nächsten 30 Minuten die Schlafzellen verlassen. Vorbereitung auf die Arbeitsperiode. Und tschüss. Godly Boom, danke für den Follow. Willkommen bei den Massenmörder. Ja, scheiß denn. Die Scheiße denn? Ich war unter der Kamera gestanden. Ich habe ein paar ziemlich gute Neuigkeiten, die du unbedingt hören musst. Verdammt nochmal. Komm schon, leg dich mit mir an. Small hat gesagt, du bist okay, also muss ich dir wohl nicht den Hintern versohlen. Danke, dass du mich aus dem scheiß Container befreit hast. Let's Kids verkaufen. Brady, Brady, oh Mann, das ist großartig. Hör zu, Mickey wird im Hochsicherheitstrakt der Polizeistation festgehalten. Wir brauchen ihn, Brady. Er kennt die Tunnel besser als jeder andere. Brady, richtig? Danke, dass du mich rausgeholt hast. Small hat mir gesagt, was du also, vorhast und ich bin dabei. Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal Spaß hatte. KVA hat sie gut abgeriegelt, aber vielleicht unterstützen uns die anderen Insassen. Ich rede nicht viel. Sag mir einfach, wo wir hingehen und zeig mir, wo der Feind ist. Ich kümmere mich dann um den Rest. $3,500. Mickey wird in der Polizeistation festgehalten. Du musst dorthin gehen und ihn befreien, wenn wir ins Rathaus wollen. Wir sind alle schon im Besitz, ey. Ich kann nur noch die Waffen verbessern. Machen wir es halt auch.
Weißt du nicht mehr genau, in welche Richtung das Spiel jetzt langsam geht, weil ich bin jetzt so lange im scheiß Gefängnis. Uff, so. Als Spielstrecker des Todes. Herz und Gedanken des übelsten Spielstrecker. Alle Häftlinge sind für die Verstöße gegen die Vorschriften verantwortlich und erhalten alle. Nee. Leine. Scheiße. Los geht's. Scheiße, Junge. Bleiben Sie ruhig. Scheiße. Ihr seht mich nicht. Lass den Scheiß. Ach so, ja. Die Leine. Scheiße, Junge. Die Leine. Wichser. Alter, zu viele auf einen Schlag, Alter. Heide Witzka, ey. Boah, ja, kritisch verletzt du mich auch, ey. Das ist die höchste Schwierigkeitsstufe. Mach ich jetzt auf. Dieses Gefängnis ist echt böse. Ah, hier war ich auch. Komm, fahr los. Alle Häftlinge sind jetzt versperrt gegen die Vorschrift. Ein Verantwortung erhalten eine Kollektivstrafe. Bleiben Sie neutral, alle rechnen Sie mit Konsequenzen. Bleiben Sie ruhig. Es gab einen Vorfall in Ihrem Bereich. Friedenswächter werden sich der Sache in Kürze annehmen. Oh nein. Oh mein Gott. Na, scheiße, ich tschüss. Damit nichts zu tun. Da di da di da di da. Ich hab damit nichts zu tun. Weil man den Koreanern helfen möchte. Es gab einen schwerwiegenden terroristischen Vorfall in dieser Zone. Bitte bleiben Sie ruhig und helfen Sie allen Friedenswächtern. Es tut weh, diese Worte auszusprechen. Aber wir dürfen sie nie vergessen. Wir haben gegen die KVA gekämpft, mit aller Macht auf den Straßen von Philadelphia gekämpft. Hallo. Ming ist live, na, alles fit bei dir? Und wir haben den Punkt überschritten, an dem es kein Zurück mehr gibt.
zu wenige Überlebende, kein Kampfeswille mehr. Unsere Zahl. Was los? Wie besessen wir von Technologie waren? Wir haben bei jeder Erneuerung gegurkt, gestöhnt und über neue Features und verbesserte Designs gegeifert. Das wirkt jetzt alles so weit weg und so einfältig. Ich war nicht besser als Dennis. Ich hab das Wissen entfernt. Ich hasse es. Jetzt schnell, du. Leute sagen, der Widerstand sei leicht und ihre Taten würden Menschen das Leben kosten. Die KVA hat diese Lügen in die Welt gesetzt und diese Missverständnisse genährt. Sie berichten, dass die Aktivitäten des Widerstands fehlschlagen und den Tod von Zivilisten und Explosionen in der Stadt und Chaos nach sich ziehen. Pass auf, Leute, wie könnt ihr so naiv sein? Lügen, alles nur Lügen. Es scheint, dass der Widerstand auf schnelle. Mickys Bude. Sehr wichtig. Dem brauche ich also nichts. Ich verstehe, warum den Gefangenen dieser Ort gefiel. Wir setzen ihn vielleicht für etwas anderes ein, aber zumindest sind wir hier gut versteckt. Töten solltest du dir nochmal überlegen. Ja, du, Und neu installiert? Noch Fehler überprüft? Einer meiner Freunde ist von einem Brei. Sie haben gelernt, wie man Essen anbaut, das Land bestellt. Sie fanden es nicht mehr. Brachten sie auch ich schon mal gehört. Wir müssen diese Systeme auch bei uns anwenden. Wenn es uns gelingt, geheime Farmen aufzubauen, kann sich der Widerstand selbst anstatt zu stehlen oder sich auf Ausgaben zu verlassen. Und Gott weiß, was wir dann erreichen können. Unsere eigenen geheimen Fabriken? Es ist aufregend. Ich weiß. Du schlägst dort draußen wirklich große Wellen. Die Aktion von dir und dem Widerstand beginnen, die Gefangenen anzusprechen. Mach so weiter und gleich. Sie werden uns sicher beim Kampf gegen die KVA helfen. Richtig glücklich? Das Sperrgebiet. Wie geht's dir? Schön, dass du dabei bist, Brady. Gemeinsam mit den Kriminellen eingesperrt. Gute Arbeit, Brady. Wohl gedacht, damit jetzt sei decken wir das gesamte Sperrgebiet sie mit würden von den gefährlichsten ab. Leuten. Wenn das Timing stimmt, sollte uns das dann helfen, unsere Einsätze zu koordinieren. Die Aktivisten und Denker waren viel stärker, als sie erwarteten. Und ich inzwischen nicht, warum sind verblüffende Hüten. Aufwachen. Vorbereitung zur morgendlichen Schmuggelinspektion. Hey, du da! Bitte bleiben Sie, wo Sie sind. Es gab einen schwerwiegenden Vorfall in dieser Zone. Auf den Tag, Friedenswächter könnten Ihre Hilfe benötigen. Friedenswächter, für mich. Bitte bleiben Sie ruhig. Es gab eine schwerwiegende Störung in diesem Sektor. WB, ich habe gefragt, ob du das schon mal deinstalliert hast und wieder installiert alles. Einfach mal den Rechner neu aufgesetzt.
Liaison-Programm beizutreten. Meine alte Freundin wird ein Collaborator. Das ist so enttäuschend. Sie hat ihnen die Lügen abgebrochen. Ich glaube, dass sie so ihre Kinder nicht hinbekommt, wenn sie aus den Ausbildungslagern kommen. Lügen. Alles nur Lügen. Aber sie muss es glauben. Also, so sehr ich ihr vergeben will, ich muss Farbe bekennen. Während sie die Collaborator-Uniform trägt, werde ich sie nicht ansehen. Was für eine Schande. Versuch's nochmal, Arschloch! Ich möchte diesen Moment nutzen, um Dr. Sam Burnett zu erwähnen. In einer Welt, die von Gewalt verzehrt wird, war er ein Mann des Friedens. Er kämpfte, um Leben zu retten und versuchte verzweifelt, dem Blutvergießen ein Ende zu bereiten. Der Widerstand stimmte vielleicht nicht immer mit ihm überein. Aber es gibt niemanden in Philadelphia, der ein schlechtes Wort über ihn verlieren würde. Seine Arbeit in der Stadt war heldenhaft. Wir werden ihn nie vergessen. Ah, da drüben. Ich habe die Stelle nicht gefunden. Ja, naja, eigentlich normal ist es einfach nur Windows CD. Das ist eigentlich ganz einfach mit dem neu aufsetzen. Einfach CD rein. Eben auswählen, dass du Windows neu aufsetzen möchtest. Und boah. Nun, die KVA scheint den Großteil unserer Ausrüstung ignoriert zu haben, als sie hier durchkam. Eine Windows CD. Sollte den Häftling genügend Feuerkraft verleitet wird. Du hast es fast geschafft, Brady. Langsam sind die Gefangenen richtig erregt. Du hast ihnen gezeigt, wie man sich gegen die Norks auflädt. Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Stoß und sie werden die KVA in Stücke reißen. Hast du nicht? Ich kann das nicht glauben. Bleib sofort stehen. Warnung. Aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen gegen die Gefängnisvorschriften 3 bis 48. Komm schon, leg Warnung. Dich mit mir an. Aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen gegen Hier hast du nicht drauf. Hier hast du nicht drauf, Arschloch. In diesem Distrikt wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Direkt, Drecksau. Sollst du dir eine besorgen? Davon sollte man immer mindestens eine im Haus haben. Naja, halt kaufen. Das ist natürlich ungünstig, dass man die nicht wegmessern kann. Vielleicht rammt er den das Messer so in den Kryotank hinten. Sowas noch nie. Sowas hilft meistens. Also wenn du Windows neu aufsetzt, dann ist der PC halt komplett leer, du musst alles neu downloaden, aber ich dachte, das hilft meistens. Bist du bereit, vermöbelt zu werden?
Du kannst es halt, wenn du Windows 10 hast, zurücksetzen, aber das ist halt der, ich sag mal, ineffektiv. Ja, du könntest halt die Windows 10 Zurücksetzfunktion verwenden, aber die ist halt sehr ineffektiv. Alle Häftlinge müssen sofort in ihre Lager zurück. Wer sich widersetzt, wird sofort erschossen. Alle Häftlinge müssen sofort in ihre Lager zurück. Na, endlich wer hier sich mal widersetzt, was. Wird sofort erschossen. Versuch noch mal, Arschloch! Weil die im Endeffekt einfach nur den Rechner leer räumt. Halt ohne Treiber und alles nur installieren, also so halb. Effektiv, sag ich mal. Ordnung wird gewaltsam wiederhergestellt. Ordnung wird gewaltsam wiederhergestellt. Ich will damit nichts zu tun. Raus. Naja, wenn du wenn du, aktuelle Häftlingsaktivität. Wenn du, ich sag mal, wenn du Windows neu installierst, da, also über die CD, dann wird halt Windows komplett resettet. Wenn du es einfach nur über das Programm machst, dann wird zwar auch alles resettet, aber eben nicht so sauber wie mit der CD. Ist schwer zu erklären. Also. Was ist das? Alle Häftlinge sind für die Verstöße gegen die Vorschriften verantwortlich. Ich sag mal so, CD mit Treiber gut, ohne Treiber meh. Yeah!
Anna, du. Also so kann ich es ja am einfachsten sagen. Freunde oder Familie habt, die sich für das Liaison-Programm melden, bitte ich euch stark zu bleiben und ihnen den Rücken zu kehren. Es ist bei weitem nicht einfach und es fühlt sich schrecklich an. Aber ihr müsst ein Zeichen setzen. Die Leute müssen... Es gab eine schwerwiegende Störung. Bleiben Sie ruhig. Offiziere sind unterwegs. Gar nicht so leicht. Ich das hier nicht finde. Die Leine. War nicht mit neu aufsetzen, das wäre kein Problem. In diesem Distrikt wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. In diesem Distrikt wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Halt's da! Terroristische Aktivitäten in dieser Zone. Bitte bleiben Sie unten. Terroristische Aktivität. Ja, aufsetzen würde einiges an. Aber das ist am einfachsten, wenn du solche Probleme hast. Je nachdem, ich kann dir halt nicht sagen, was das Problem ist, weil ich es nicht kenne. Und du passierst! Nervst. Hör mal, keinen blassen Schimmer, wie ich da hochkomme. Schlagzeuge, Musikflaschen. Das ist alles so originell und einfach wundervoll. Diese Stadt blickt auf eine reiche, vielseitige Musikgeschichte zurück. Von Folk bis Jazz, bis hin zur lebensbejahenden Wärme des Philly Soul. Die KVA hat uns vieles genommen, aber unsere Musik können sie uns nie. Im Obergeschoss der Börse befindet sich ein Vorratslager. Sieh nach, ob du dir Zugang verschaffen kannst. Dort gäbe es genügend Zeug, um ein paar Dutzend Gefangene zu bewaffnen, sollten es die Norks noch nicht entdeckt haben. In diesem Distrikt wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Damit dürfte ich sagen. Max und Bull, ja, ich auch. Habe ich auch schon Weiche nicht mehr getrunken. Jetzt bei einem Monat ungefähr habe ich schon keine Bull mehr getrunken. Ich schwöre, wenn ich nicht da draußen kämpfe. Du hast die Vorräte gefunden. Gute Arbeit, Brady. Wir sorgen dafür, dass sie unter den richtigen Leuten verteilt werden. Und damit meine ich die falschen Leute. Nun, ich weiß zwar nicht, wie du es angestellt hast, Brady, aber du hast genug dieser Cracksüchtigen davon überzeugt, sich deinem patriotischen Kreuzzug anzuschließen. Sie sind gerade da draußen und machen der KVA die Hölle heiß. Die Dinge werden chaotisch, aber zumindest sind sie auf unserer Seite, richtig? Komm zu meinem Unterschlupf. Langweilig, hört! Genieße das Team einfach mal. Weißt du, die Augen raus, jawoll! Wem auch immer, Augen raus! Paul hat gesagt, du bist okay, also muss ich dir wohl nicht den Hintern versohlen. Ja. Danke, dass du mich aus dem scheiß Container befreit hast. Die Insassen stehen hinter dir, Brady. Du hast ihnen gezeigt, wie man sich wehrt. Ich mache einen Aufstand im Büro. Die Insassen werden sich um den Rest kümmern. In
Ordnung! Fangen wir mit der Revolution an! Mickey wird in der Polizeistation festgehalten. Du musst dorthin gehen und ihn befreien, wenn wir ins Rathaus. Ballade, sie. Ins. Wir sollten uns auf den Weg machen, Brady. Mickey wird sich nicht selbst retten. Ach, chill, Alter. Ich hab mir nur Ausrüstung geholt. Nur Ausrüstung geholt, Grosser. Jetzt geht's ab zum Vierte Reiter. Uff. Boah, da hatte ich mal ein Gespräch mit einer Zeugin zu Jehovas, ey. Boah, das war ein Fehler, der von Darksiders zu erzählen. Nie wieder rede ich mit den Zeugen Jehovas über Darksiders. Auto da ist am Arm. Dass der Goliath aus ist. Wir hacken uns hier einfach rein. Wenn Hacken halt wirklich nur so einfach wäre. Ich hab für den Fall. Bitte aufhören! Ich hab dir alles gesagt, was ich weiß. Weck mich einfach wieder in meine Zelle! Hey, was ist hier los? Du gehörst nicht zur KVA. Danke, dass du mich herausgeholt hast. Anstatt ihm erstmal. Anstatt ihm erstmal die Augenbände abzumachen, dass er sieht, dass du nicht zur KVA gehörst. Und unnötige Panik zu vermeiden. Nein! Brady, hier spricht Parrish. Man lässt ihn einfach. Ich bin gerade bei der Börse angekommen. Ich habe deine neuen Freunde getroffen und mir ein paar Sorgen gemacht. Eigentlich tue ich das immer noch, aber. Dana hat ihre Hand. Schnell reisen einfach. Lemon Squeezy. Fällt gerade auf, Face Rick ist immer noch. Anzeigen. Man überlebt hier drin nicht. Brady, schön, dich unversehrt zu sehen. Den ist da. Oh. Jetzt können wir Simpson verfolgen. Gehen wir mal den Plan durch. Oh. Na, scheiß auf den Plan. Wir wollen die Norks bekämpfen. Also legen wir endlich los. Hast du vergessen, wer hier das Sagen hat, Small? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich wollte nur... Okay, wie sieht der Plan aus? Wir werden die Leute nehmen, die uns Mickey gezeigt hat, um zur City Hall zu kommen. Small, du und dein Team machen sich zum Dach auf. Schaltet die Nork-Wachen aus und macht einen Weg zu Simpson frei. Überlass das uns, Parrish. Wir warten schon eine Ewigkeit auf diese Gelegenheit. Ich meine, das Spiel müsste irgendwann jetzt die nächsten paar Tage, nächste Zeit durch. Das gibt uns genug Zeit, um uns Simpson vorzuknöpfen. Ich kann es nämlich nicht mehr sein. Kommen wir nun zu dir, Brady. Du wirst das gegenüber der City Hall infiltrieren. Wenn du drin bist, schaltest du die Hauptantenne ein. Dann können wir unser Gespräch mit Simpson in ganz Philly ausfahren. Können wir den Dogs jetzt endlich in den Arsch treten? Ruhig, Small. Das stehen wir gemeinsam durch. Wenn wir scheitern, war es das mit dem Widerstand. Wir werden aber nicht scheitern. Das wird hier niemand zulassen. Wir legen los, sobald du bereit bist, Brady. Stell sicher, dass du alles Nötige hast. Oh Mann, ich will jetzt den Dogs endlich zeigen. Ha! Ich will nicht meckern oder so, aber ich komme erstmal alles voll.
sobald du mir das Kommando gibst. Das scheint die letzte Mission zu sein. Okay, reißt euch mal alle zusammen. Das Spiel beginnt. Ja! Dachte, wir spielen schon Weilchen. Ja, Nox. Nox steht für Nordkoreaner. Der erste Teil war besser. Der Teil ist meh. Brady, wir sind drin. Parrish und ich machen uns zum Sicherheitsbüro auf. Small und sein Team sind in Position. Steig aufs Dach und finde die Fernsehantenne. Wir müssen das Signal kompromittieren, bevor wir zu Simpson gehen. Wir sind bei dir, Brady. Wir sorgen dafür, dass du in einem Stück auf das Dach der Fernsehstation kommst. Unser Lieferwagen hat Nachschub dabei, falls du was brauchst. Beeil dich und bring den Aufzug zum Laufen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich bin fast da. Nur noch einen Augenblick. Verstanden. Okay, ich gehe voraus und suche einen Weg, dich auf das Dach der Fernsehstation zu bringen. Kommt schon, Leute. Wann können wir das Feuerwerk starten? Es ist ruhig hier oben. Ich will etwas in die Luft sprengen. Halt den Mund, Small. Wir können nichts tun, bis Brady die Antenne gesichert hat. Bau keine Scheiße. Glaubst du, dass Smalls Team für uns bereit sein wird? Machst du Witze? Small brennt schon lange darauf, der KVA und Simpson einen Schlag zu versetzen. Ist zwischen den beiden was vorgefallen? Glaub nicht, dass wir das wissen wollen. Scheiße. Die Dogs scheißen sich gerade in die Hose, weil so nah an ihrem Hauptquartier gekämpft wird. Vorsichtig. Passt auf Scharfschützen auf. Sieht so aus, als würde uns jemand den Arsch frei halten. Wow. Was ist denn hier los? Da unten sieht es aus wie in einem Kriegsgebiet. Verschwinden wir von diesem Dach. Ich kann das gerade noch mit vier Scharfschützen auf meinem Rücken. Division, ey. Du. Sorry, aber das hab ich. Wollte hier irgendwann mal jemand raus. Mittlerweile aufgegeben. Der erste Teil, den hab ich. Oh, 400 Stunden gespielt. Und den zweiten Teil habe ich 2 Stunden gespielt, oder wieder den. Sollen wir da raufkommen? Schon erledigt. Ich konnte die Steuerung der Fensterputzerplattform hacken. Nur noch einen Augenblick. Ich dachte, den ersten Teil habe ich echt viel gespielt. Sehr viel in der Dark Zone abgehangen. Verfluchtes Genie. Sehr viel gelevelt, sehr viel gefarmt, etc. pp. Und auch durchgestreamt 3-mal. Steig auf die Plattform, Brady. Mit ihr kommen wir auf das Dach der Fernsehstation. Bleibt ruhig und geduckt. Lass uns das schnell erledigen. Mir gefällt es hier oben nicht. Wir sind hier ungeschützt. Das ist sie, Brady. Die Hauptfernsehantenne. Finde einen Weg, die Kontrolle über sie zu übernehmen, damit die Nords unsere Übertragung nicht unterbrechen können. Das sind eine Menge Friedenswächter. Ah, sieht so aus, als würden die Nox kein Risiko eingehen wollen. Von hier aus können wir die Deckung geben, Brady. Versuch nur möglichst leise vorzugehen. Sehe, sind das hier alle.
Dreh dich nach links um. Ich in meine Richtung umdrehen. Signal sicher. Gute Arbeit, Brady. Okay, jetzt zu Simpson. Wir werden eine Abriegelung einleiten, damit er keine Verstärkung bekommt. Du gehst mit Smalls Team aufs Dach, damit Simpson nicht entkommen kann. Das Dach sieht sauber aus. Ich glaube, wir haben sie alle erwischt. Sichere das Dach. Sieht so aus, als hätte sich Simpson gerade in die Hosen geschissen, aber er rührt sich nicht vom Fleck. Er glaubt wohl, dass er dort sicher ist. Fick dich! Fang! So froh, dass du frei und sein kannst. Das ist jetzt durch, die Brady. Ja! Ihr wollt mich einsperren, ja? Wir machen es auf meine Art und Weise. Fixer! Ihr macht das toll, weiter so. Auf, verdammt nochmal! Erschießt sie! Erschießt sie alle! Ich hab einen von diesen Wichsern erwischt! Schnall noch mehr! Komm schon! Schalten Sie aus! Weg, ne! Ich muss eine bessere Deckung finden. Hey Brady, wir brauchen dich in Simpsons Büro. Ich markiere eine Tür auf deinem Telefon. Geh dorthin. Scheiße, die Abriegelung hat auch diese Tür abgeschlossen. Dana, du musst sie überschreiben. Brady, da kommen weitere Soldaten in deine Richtung. Dana, beeil dich mit dieser Tür. Warte, Brady, ich arbeite so schnell ich kann. Die Tür geht gleich auf. Sie haben diese verfluchten Heavy-Typen dabei. Bring diese Heavy-Typen. Das ist so aufreibend. Scharfschützen-Wichser! Pass auf die Scharfschützen auf! Fahr! Schieße! Mann am Boden! Ihr habt sie gehört! Lenkt sie ab! Oh, den Scharfschützen da oben meinst du? Und auskoppen sie einfach. Oh, hat das Double? Das war Double! Das ist auch schon lauter Tote. Ach, ihr zwei seid hier. Okay, deswegen sind die ganzen Toten. Simpson, du Stück Scheiße. Dana, warte nicht. Einfach. Weg, Preston. Bring ihn zu seinem Tisch. Nein, hör. Bin ich gespannt, was mit ihm passiert. Hört mir einfach zu! Stopp nicht! Dana, genug jetzt! Bringt ihn zu seinem Schreibtisch. Ja, die Stühle.
Die richtet den ja richtig zu. Ey, wir wollen hier noch... Brady, schalte die Kamera ein. Bürger von Philadelphia, es ist Zeit zurückzuschlagen. Band. Wir müssen... Das will ich nicht lesen. Lies vor, du verdammter Betrüger. Das ist Wahnsinn, versteht ihr das nicht? Wenn ihr jetzt eine Revolution anfacht, werden sie alle Amerikaner dieser Stadt auslöschen. Egal, ob vom Widerstand oder nicht. Schwachsinn. Na ja? Boston, Pittsburgh. Wann habt ihr das letzte Mal was von dort gehört? Ich soll jemandem vertrauen, der seine eigenen Leute verraten hat. Gott verdammt! Ich habe niemanden verraten. Das Leben ist nicht schwarz-weiß. Ich nutze meine Position, um zu tun, was ich kann. Hört zu. Wenn ihr friedlich von hier verschwindet und euch alle ergebt, dann schwöre ich, ich werde alles in meiner Macht tun, damit die Norks Gnade... Gnade? Scheiß auf Gnade! Meine Position, sie was hören auf mich. Was weißt du schon von Gnade? Dana. Ich weiß genau, wie du deine Position einsetzt. Deine Jungs und du alles klar, Dana, alles klar. Nein, das... Ihr könnt Scheiß Dana, auf Gnade. Ruhige ihr braucht mich für... Damals konnte ich nirgends untertauchen. Jetzt... Dana. Jetzt... Dana, wir brauchen ihn. Könnt ihr es auch nicht. Verstanden? Dana, nein! Scheiße. Voll draufhalten. Große Reden, aber wisst ihr was? Jetzt ist auch nicht die Zeit der großen Worte oder der Gebete oder der Hoffnung. Es ist Zeit, etwas zu tun, jetzt oder nie. Ich weiß, ihr habt Angst. Walker ist weg, die Norks haben uns in die Ecke gedrängt und ihr alle wartet auf einen Befehl. Wartet auf einen Ausweg. Nun sage ich nur eins. Scheiß drauf! Wer gerettet werden will, soll sich selbst drum kümmern. Nehmt Verantwortung. Ihr wollt euer Land zurück? Nehmt es euch. Ihr wollt euer Leben zurück? Worauf wartet ihr noch? Nehmt eine Waffe in die Hand. Wenn ihr keine habt, einen Ziegel. Gibt es keine Ziegel, dann ballt eure Fäuste. Beißt die Zähne zusammen. Werdet wütend. Werdet verdammt nochmal wütend. Denn jetzt wird's ernst. Wenn ihr eine bessere Zukunft wollt, dann geht da raus und kämpft dafür. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen hier weg. Los, teilen wir uns auf und versammeln uns. Großer böser Helikopter. Gaming, das, weißt du, woran mich der erinnert? Der Helikopter, wetten, das ist der Endboss. Der allerletzte Boss. Hundertprozentig. Brauch nicht. Brady, ich und Parrish haben es rausgeschafft. Triff uns beim Lager. Los, kommt schon, es beginnt. Na, du kleine Fotze. Freedom. Nach all der Zeit. Hab die Kontrolle verloren. Direkt in die Höhle des Löwen. Jeder hat unsere Nachricht gesehen. Meine Nachricht. Ich musste ihn töten nach allem, was er mir angetan hat. Die Leute gehen auf die Straße, Mann. Aufstände, wohin man schaut, Baby. Ich wollte ihnen nur zeigen, dass wir noch nicht am Ende sind. Wir haben es ohne Walker geschafft. Hab 5 Jahre lang gewartet. Aber dann hab ich den Hurensohn endlich erwischt. Verdammte Party. Ich will dir was sagen, Dana. Du bist eine verfluchte, verrückte Frau, aber du weißt, was zu tun Danke. Ist. Danke. Was habt ihr getan? Ihr feiert also? Scheiße, ja, Doc. Hast du gesehen, was passiert ist? Sie vergasen die Stadt. Ein Luftschiff versprüht das Gas überall. Andere stehen bereit. Das wird alle töten. Was? Diese Luftschiffe, bist du sicher? Simpson hat dich gewarnt. Warum wartest du nicht? Das ist nicht Jacks Schuld. Ihr verdammt uns alle. Warum habe ich euch dabei geholfen? Ich weiß nicht, wer bin ich denn hey noch? Doc, woher hätten wir das wissen sollen?
Ich kann den Menschen helfen. Leben retten. Das ist alles, was ich je tue. Scheiße. Wir müssen jetzt. Sollte jetzt lauter sein. Okay, es muss schnell gehen. Wir zerstören die Luftschiffe, bevor sie die Stadt vergasen. Wir haben Raketen. Lass sie uns benutzen. Ja, mit den SAM-Abschussgeräten. Verteilt sie in der Stadt. Die KVA sollte nicht wissen, dass wir sie haben. Wir werden die Luftschiffe zerstören, bevor sie reagieren können. Was denkst du? Sollen wir uns aufteilen? Ja, jeder nimmt ein Abschussgerät. Komm schon, los geht's. Uff, nächste Mission. Okay. Ah, dann streckt das Spiel minimal. Das heißt, wir schießen jetzt lauter Schiffe aus dem Himmel. Richtig? Wahrscheinlich wieder jeder in einen Bezirk. Brady, wir stellen ein SAM-Abschussgerät in der Polizeistation in Ashgate auf. Geh dorthin und übernimm das Kommando. Wir kümmern uns schon um die KVA. Geh zum Team beim Abschussgerät. Glaubst du mir, wenn ich sage, ich bin unschuldig? Ach so. Brady, das Abschussgerät wird angegriffen. Das Team braucht schnell Hilfe. Beeil dich. I'm running ASAP, Bro. Brady, mein Abschussgerät wurde zerstört. Die verdammten Norks haben uns schwer getroffen. Ich bin mit ein paar Überlebenden nach Ashgate unterwegs. Wir werden dir helfen. Halte durch. Wollt ihr Fotzen mich eigentlich verarschen? Gepanzerte Einheiten nähern sich. Weitere KVA-Einheiten. Haltet euch bereit. Das Abschussgerät holen. Haltet sie auf. Du bist eine Augenweide. Wir müssen die KVA beim Außenposten vernichten. Die Luftschiffe sind schon fast in Reichweite. Das Abschussgerät darf nicht zerstört werden. Es ist unsere einzige Chance. Ich schieße die KVA. Feindliche Verstärkung nähert sich. Das Abschussgerät. Sie kommen durch den unteren Eingang. Noch fernhalten können. Geht die Schlitzis, los, drauf da, Sniper, drück ab! Heavy! Hölle, ja! Noch ein neues Magazin! Schaltet sie aus! Schaltet sie aus! Das Luftschiff ist jetzt in Reichweite. Aktiviert das Abschussgerät und holt es vom Himmel. Das Abschussgerät ist bereit! Mach in die Hölle, heißt Brady! Ja, verdammt! Ich darf es nicht mehr selbstständig abfeuern. Viele Duster beschützen das Luftschiff. Wir sind im Arsch. Das funktioniert so nicht. Die Duster machen uns einen Strich durch die Rechnung. Wir müssen sie irgendwie beseitigen. Vielleicht kann uns Crawford dabei helfen. Er ist uns ja noch was schuldig. Treffpunkt in seinem Apartment. Ich schieße. Alter, der Teil hat mehr wie zwei Raketen. Einfach mal volle Welle abballern, wie wär's da damit? Da können so viele Duster kommen, wie sie wollen. Jetzt Maul, ey. Komm schon, wir sollten zu Crawford gehen und die Ratte zur Rede stellen. Hey Brady, hilf mir mit der Tür. Crawford! Oh, Parrish, scheiße. Bist du hier, um mich zu töten? Beruhige dich. Sollte nicht passieren, das wollte ich nicht. Ich brauche Informationen über die Duster. Sie schleifen Leute auf die Straße und richten sie hin. Collaborators. Du hast uns verraten. Sie haben mich dazu gezwungen. Ich hatte keine Wahl.
Sie wussten alles, verdammte Scheiße. Sie hatten mich bei den Eiern. Ich musste es tun. Von wo aus werden die das da gesteuert? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Scheiße, es ist so viel passiert. So viele Pläne. Sie hatten die komplette Kontrolle. Denk nach, Crawford. Ersten wird bereits vergast. Verdammte Ratten, sie kommen. Konzentration. Ich will helfen. Sag mir, wie ich die Dachstadt deaktivieren kann, Crawford. Schaff mich aus der Stadt, ja? Nimm mich gefangen. Du könntest mich vor der Meute beschützen. Ich will nicht sterben. Bitte! Okay. Ich bring dich in Sicherheit. Ich verspreche es. Darf ich nachknallen? Die Cluster werden von einem Kontrollturm in der Independence Hall gesteuert. Independence Hall. Es tut mir alles so leid. Tja, mir tut's auch leid. Warte, nimmst du mich mit? Du bist doch nicht alleingestellt. Sie haben mich gezwungen. Du hast deine Wahl getroffen. Ich überlasse ihn jetzt dir, Brady. Er macht mich krank. Parrish? Fick dich! Glaubst du, dieses Land gehört dir? Wir waren nicht als erstes hier. Jeder wird ersetzt. Die KVA ist stärker als du! Hau ab! Ich hätte ihn wahrscheinlich am Leben lassen sollen und dann Leute ihn töten lassen sollen. Wäre vielleicht qualvoller. Aber ich wollte nicht, dass er die Schnauze hält. Okay, neuer Plan. Wir müssen zur Independence Hall und diesen Drohnenkontrollturm finden. Ich stelle ein Team zusammen. Das erste Mal, dass Ready? Du sorgst dafür, dass unsere Abschussgeräte in der roten Zone in Stellung gebracht werden und gesichert sind. Ohne unsere Sams hat es keinen Sinn, die Duster zu zerstören. Nein, nee, auflassen bitte. Oh, wir rennen. Wie der Wind. Der tot. Alle nicht. Piratischen Schweine. Alle um! Alle runter, bleibt ruhig. Aktuelle Kriminalitätsrate. Zurück ins Haus! Ihr schmeißt mich schon quasi so. Ey. Geld habe ich gerade. Ach, 23.000. Wie denn her? Was will ich denn mit so viel Geld? Nichts mehr anfangen mit so viel Geld. Komplett nutzlos für mich. Kann ich wirklich nichts mit anfangen. Brady, die Sam-Abschussgeräte sind bereit.
Schließ dich dem Konvoi an und führe sie zu ihren Einsätzen. Okay, unsere Eskorte ist angekommen. Los, los! Haltet Ausschau nach Nox! Auch wenn das eine verlassene Zone ist, es ist hier viel zu ruhig. Vielleicht haben sie schon den Schwanz eingezogen und sind aus Philly abgehauen. Ja, klar. Und die KVA hat Amerika einfach so die Schulden erlassen. Au, okay. Seid mal leise. Wir müssen hier einen Job erledigen. Feinde! Verstanden. Ich sehe sie. Sichert die Abschussgeräte. Aua. Mit diesen Koreaner. Natürlich nicht seinen Kopf. Wolverine am Weg! Ja, ich auch, Mann! Verstanden! Feuer frei! Verstanden! Angriff mit! Den Wolverine ausgeschalten. Hierhin muss ich. Das sind NPCs, du. Okay. Dieser Ort ist sicher. Wir übernehmen ab jetzt. Gute Arbeit, Brady. Das erste Abschussgerät ist stationiert und gesichert. Zieh mit dem Konvoi weiter und sorge dafür, dass auch das zweite Abschussgerät das Ziel erreicht. Es müssen beide bereit sein, wenn wir das durchziehen wollen. Bin ich froh, dass wir uns um die Nord-Luftschiffe kümmern. Die KVA-Verstärkung im Anmarsch. Irgendwie habe ich Mitleid. Sichert die Abschussgeräte. Got him. Wenn sie gar nicht erst aussteigen können, haben sie keine Chance. Scharfschützen. Ah, hier, gib mir mal kurz was. Hast du. Ich wollte gerade das Meckern anfangen. Scharfschütze wo? Verstanden. Gut gemacht, Leute. Beide Sam-Abschussgeräte sind in Position und gesichert. Gut gemacht, Brady. Ich sag Parrish, dass er loslegen kann. Du solltest zu ihm gehen und ihn bei seinem Vorstoß unterstützen. Brady, hier spricht Parrish. Wir greifen jetzt die Independence Hall an. Entweder schaffen wir es zum Blaster-Kontrollturm oder sterben bei dem Versuch. Wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Lass uns loslegen! Lass uns loslegen! Häng die Tür mit Raketen ein!
gesprochen! Wir sind drin! Folgt mir! Rainer, pass auf diese Geschütze auf! Zerstör sie! Ah, ich mag die. Brady, wir haben die Gärten durchquert und sind jetzt bei der Hall. Der Turm ist gleich auf der anderen Seite. Ich habe keine Munition mehr. Ja, nehmt nochmal so viel Munition, wie ihr tragen könnt. Wir müssen noch einen Vorstoß durchziehen. Macht euch bereit und sammelt euch dann bei mir. Schnell, diese Luftschiffe werden nicht warten. Ja, mir gut, was zerlegt, du. Animation teilweise besser aus. Er ist tot! Er hat 6-7 Einschusslöcher, der Typ. Ach so? Keine Zeit für Liebe, Leute, da kommt ein Heavy. Jetzt korbt die den! Jetzt korbt die den! Die hat den gerade gekorbt! Du warst wie ein Bruder für mich! Tu ich mal was Gutes in meinem Leben! Versaut es nicht! Rainer! Rainer, nein! Rainer, warte! Rainer! Rainer, nein! Was zum Fick! Brady, geh zum Turm und schalte diese Taste aus. Jetzt liegt es an dir. Komm mal, Leute! Parrish, Brady, lebt noch jemand? Die Luftschiffe sind fast bereit und macht die Zeit davon. Wir können die Raketen nicht abschießen, die das nicht zu Brady, er stürmt den Turm. Scheiße, Nords nähern sich unserem Abschuss. Ah! Wir müssen die Raketen starten. Los, Brady, los! Stürmen Sie. Die Duster müssen vom Himmel. Stürmen sieht ein bisschen anders aus, aber okay. Was ist denn für eine Fotze, Alter? Ah, das war nicht so schlau. Ja, nee, da war ein Heavy. Oh, fuck's sake. Was? Sprich Deutsch? Aua. Drück den roten Klick, fetten roten Knopf oder so. Die Duster fallen vom Himmel. Die Luftschiffe sind schutzlos. Die Sams werden geladen. Hank 3, fire. All of me, fire. Lambert, Raketen unterwegs. Ey, ich habe nur 2 gestartet, ne? Wieder nach.
Wollte mal kurz erwähnen, dass vorhin gesagt wurde, das LMG vom Goliath. Sieh dir an, was du geschafft hast. Das ist dir zu verdanken. Ist ein 50 Kaliber. Und ich meine, der Typ hat 2-3 Kugeln von einem 50 Kal in den Bauch abgekriegt. Möchte ja nicht sagen, dass es unrealistisch ist, dass der Typ überhaupt noch lebt oder überhaupt noch steht, aber wenn dich 2 Kugeln 50 Kal in den Magen treffen, ist da drin nicht mehr viel übrig. Ja, 50er Kaliber, du.